Matthias von Mats Gitarrenkursen Akustik, gitarreladen.de. Heute wollen wir uns mal einen kleinen Blues anschauen, einen kleinen Akustik-Blues, und zwar einen sogenannten Quick-Change-Blues in G, Terne phrasiert. So, jetzt viele, viele Fremdwörter. Slow-Change bzw. Quick-Change-Blues habe ich in einem anderen Video auch erklärt. Das findest du, den Link dazu findest du unter dem Video. Ebenso den Unterschied zwischen Ternär und Binär. Auch dazu gibt es ein Video, findest du auch den Link unterhalb des Videos hier. Wir fangen an im dritten Bund auf der E-Seite und schlagen zweimal das G als Basston an. Wir gehen aus von einem G7 Voicing, das heißt einem G7 Griff. Wir greifen im dritten Bund auf der E, auf der D und auf der H- oder B-Seite. Das heißt, wir haben G, F und D als Töne. Und eigentlich gehört in dieses Voicing noch der kleine Finger im vierten Bund auf der G-Seite, das H oder B. Für diesen Blues brauchen wir aber den kleinen Finger jetzt erstmal nicht. Wir schlagen zweimal den Bass an, eben ternär phrasiert. Dann greifen wir mit Mittel- und Ringfinger jeweils im dritten Bund eben auf der D- und auf der H-Seite, schlagen die zwei Seiten an und rutschen dann in den fünften Bund. Das heißt, wir lassen den Ton nicht klingen hier im dritten Bund oder die Töne, sondern rutschen direkt in den fünften Bund. Also so. Rutschen wir wieder zurück in den dritten Bund. Anschließend schlagen wir wieder zweimal den Basston an, also das G, und spielen dann eine Achteltriole, indem wir auf der A-Seite im dritten, vierten und fünften Bund Töne greifen, also so. Wir haben also zwei Teile, der erste wäre Basston, das ist dieser Slide in Sechsten, hier haben wir die sogenannte Sechste. Dann haben wir zweimal den Basston und dann diese Achteltriole, dritter, vierter, fünfter Bund auf der A-Seite. Hintereinander gehängt wäre das dann so, 3, 4 und... Ja, ich hoffe, das ist soweit klar, weil dieser Ablauf jetzt dann bei den anderen beiden Akkorden, die im Blues dann entsprechend vorkommen, nur noch verschoben wird. Das heißt, wir verschieben jetzt dieses komplette Muster, was wir gespielt haben, um eine Seite nach oben, also eine Seite Richtung Fußboden. Das heißt, wir fangen an im dritten Bund auf der A-Seite mit dem C, gehen dann auf die G- und auf die E-Seite in den dritten Bund mit Mittel- und Ringfinger und rutschen von dort in den fünften. Und wieder zurück. Dann kommt wieder die
A-Seite zweimal, und dann kommt auf der D-Seite die achte Triole, dritter und vierter, fünfter Bund. Ja? Einfach das auch mal ein bisschen im Kreis spielen. Dafür zu bekommen. So, damit haben wir ja jetzt schon die ersten 8 Takte erledigt. Probieren wir das mal ganz langsam. Das heißt, Takt 1 wäre auf G. Jetzt geht es direkt auf C, einen Takt. Haben. Jetzt geht es wieder zurück zu G. Zwei Takte. Dann geht es wieder auf C, zwei Takte. Und jetzt gehen wir wieder zurück auf den G. Das wären also die ersten 8 Takte. Ein Takt G, ein Takt C, zwei Takte G, zwei Takte D, zwei Takte G. Dann gehen wir in den fünften Bund und spielen das gleiche Shape, wie wir gerade gespielt haben, also auf der A-Seite, weil wir jetzt eben bei der fünften Stufe angelangt sind. In Takt 9 wäre dann... Nochmal, fünfter Bund auf der A-Seite, dann fünfter Bund G und E, anschlagen, rutschen, wieder zurück, dann wieder fünfter Bund und die achte Triole auf der D-Seite. Spielen wir das auch ein paar Mal im Kreis. Dieser fünften Stufe gehen wir dann wieder zur vierten Stufe. Also alles zwei Bünde Richtung Kopfplatte verschoben. Dann gehen wir wieder zur ersten Stufe. Und dann kommt der Schlusstakt. Aber den schauen wir uns nochmal separat an. Jetzt spielen wir erstmal von vorne bis dahin. Also 3, 4. Erste Stufe. G. Jetzt vierte Stufe, C. Und wieder zurück. Zwei Takte, G. Jetzt vierte Stufe, zwei Takte. Und wieder zwei Takte, erste Stufe. Stufe, vierte Stufe und erste Stufe. Noch einmal, 3, 4 und erste Stufe, vierte Stufe. Und wieder erste, zwei Takte.
jetzt fünfte. Vierte. Erste. So, was uns jetzt noch fehlt, ist der letzte Takt. Im letzten Takt kommt dann wieder die fünfte Stufe. Allerdings spielen wir jetzt in der Variante nicht nochmal dieses Schema. Könnte man auch, wenn man jetzt den Blues so ein paar Mal im Kreis spielt, könnte man an der Stelle durchaus auch nochmal spielen. Aber wenn wir jetzt den Blues sozusagen abschließen wollen, dann spielen wir nochmal zweimal das G und greifen dann einen Akkord, der heißt D übermäßig. Der sieht so aus, ich greife mit dem Zeigefinger die einen kleinen Barré, und zwar insbesondere die G und die H- oder B-Seite. Ich brauche nicht unbedingt die hohe E-Seite, weil ich die nicht anschlage. Die kann also ruhig nur ganz leicht berührt werden, das spielt keine Rolle. Also dritter Bund, G und H- oder B-Seite, da haben wir das A ist eigentlich hier im dritten Bund bezogen auf D, ja, weil das an der Stelle eben dann zu einem A ist wird und das D. Und dann haben wir hier mit dem Mittelfinger im vierten Bund auf der D-Seite das Fis und im fünften Bund auf der A-Seite das D. Das heißt, wir haben einen sogenannten übermäßigen Akkord, D übermäßig, im Englischen D augmented. Augpunkt und besteht aus zwei großen Terzen. Also D nach Fis ist eine große Terz, Fis nach A ist auch eine große Terz. Der letzte Takt wäre dann also. Und ihr seht, ich greife die Finger nicht unbedingt gleichzeitig, brauche ich auch gar nicht, weil ich ja die Saiten nacheinander anschlage. Das heißt, ich kann auch den Akkord oder die Finger, die ich für den Akkord brauche, nacheinander aufsetzen. Das sind übrigens alles so Themen, die in meinem Online-Akustik-Gitarrenkurs und bei akustik-gitarre-lern.de vorkommen. Also, was ist ein übermäßiger Akkord? Was ist ein Blues-Schema? Grundlagen des Pickings, des Strummings, Akkorde, unterschiedliche Stilistiken wie eben Blues oder Jazz oder Pop oder Klassik oder Latin oder Country oder. Also, für jeden was dabei. Schau einfach mal vorbei unter akustik-gitarre-lern.de. Ja, und jetzt spielen wir nochmal den Blues komplett. 3, 4 und. Jetzt geht's zur vierten Stufe. 10. Zurück zum G. 2 Takte. Und wieder vierte Stufe. 10. 2 Takte. Ja, machen wir es noch einmal. 3, 4 und erste Stufe. Vierte Stufe. Erste Stufe. Nochmal. Vierte Stufe. Ja, das war ein kleiner Akustikblues in G.
Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Dann gib mir den Daumen hoch. Das würde mir als YouTuber sehr weiterhelfen. Teile das Video, damit auch andere den kleinen Blues lernen können. Schau dich ein bisschen auf meinem Kanal um. Da gibt es inzwischen einiges zu entdecken. Like meine Facebook-Seite, komm bei Twitter vorbei, wenn du einen kompetenten Gitarrenlehrer suchst. Ich unterrichte seit knapp 30 Jahren und kann jedem auf seinem Gitarrenweg weiterhelfen. Ich mache das auch über Skype und wenn du da weitere Fragen dazu hast, dann komm auf meine Homepage www.mats-gitarren-kurse.de. Und wie gesagt, mein neues Projekt, mein inzwischen schon etwas ausgebautes Projekt, das heißt im Moment sind so etwa 100 Lektionen online, die man sich anschauen kann unter akustikgitarrelern.de. Würde mich freuen, wenn du mal vorbeischaust. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Blues, mit der Gitarre überhaupt. Einen schönen Tag, bis zum nächsten Video. Und tschüss!